Hallo, willkommen beim Tausendbäcker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien vor steilen Anstieg. Disclaimer. Goldpreis 2350 bis 2500 Dollar bis Ende 2022. Wenn wir uns die Goldpreisprognose von diesem Chartisten ansehen, der ein Allzeithoch zwischen 2350 bis 2050 bis August 2022 sieht, also in 3 Monaten, könnte das Hui-Gold-Ratio das Hoch von 2002 bei 0,45 erreichen. Siehe roten Pfeil auf der nächsten Seite. Gold 1865 scheint eine perfekte Symmetrie zu bilden. Wenn der August 2020 ein Hoch von 2073 und der August 2021 ein Tief von 1684 Dollar war, dann könnte der August 2022 mit 2350 bis 2500 Dollar ein Allzeithoch für Gold sein. Ja, das lesen die Statisten raus. Inwieweit sie da recht haben, werden wir sehen. Wir wissen eigentlich nur eins: Der ganze Preis ist extrem nach unten verzerrt und es verdichtet sich einfach, dass wir tatsächlich vor einer Eruption stehen, die jetzt diese vorgenommene Goldpreisrückgang, Goldaktienrückgang, dass es einfach nur noch mal die letzten Versuche ist, die letzten Zweifel aus dem Markt rauszuhauen, sodass möglichst wenig dabei sind, bevor dann der primäre Bullenmarkt sich hier entfaltet und damit die Goldaktien teilweise das 10, 20, 30, 40, 50 und in wenigen Fällen noch um das Hundertfache hochtreiben könnte. Wobei sich dann Gold vielleicht um 20 bis 25% einfach nur steigt, bringt es eben diese extreme Überperformance bei Goldaktien. Das gibt es natürlich auch nicht besonders oft. Mehr oder weniger kann man sagen, alle 10 Jahre setzt so ein Phänomen ein. Aber wir könnten mittlerweile direkt vor diesem Szenario stehen. Hui-Gold-Ratio und die 73% Gradanstiege. Das Hui-Gold-Ratio ist immer noch auf dem niedrigen Niveau des Tiefs vom Ende 2000. Nur, dass es 2016 und 2020 nochmal deutlich tiefer war. Siehe Chart. Auffällig ist, dass es seit 2005 Bullenphase gab, die alle mit dem Winkel von 73 Grad nach oben stiegen. Vielleicht kann man hier eine Abbildung für die kommenden Bullenmarkt machen. Wenn diese Phase jetzt begonnen hat, könnte das Hui-Gold-Ratio bis Ende des Jahres auf 0,25 bis 0,27 steigen, wie man den äußeren 73 Grad Linie sehen kann. Das wäre dann die Wiederholung von 2000 bis 2001 links im Bild. Da sich der Anstieg im Jahr 2001 verdoppelt hat, sich im Jahr 2020 ebenfalls verdoppelt und wir von diesem Allzeittief von 2020 ausgehen, wären wir mit einer explosiven Entladung bei einem Ratio von 0,54. Dieses sind nur theoretische Projektionen, aber in jedem Fall sind Junior-Aktien derzeit immer noch sehr günstig und deshalb empfehlen wir bei diesen Kursen zuzugreifen. Ja, die Charts zeigen es. Wenn es zu Anstiegen kommt, dann gehen sie ganz offensichtlich in einem Winkel von fast 100%, möchte man sagen, nach oben, also in dem Fall um 73%. Das scheint immer wieder durch. Also wenn wir jetzt diesen Primäranstieg kriegen, ganz ähnlich wie zwischen 2000 und 2004, dann geht es mit einem Winkel von 73 Grad mit vielleicht ein paar Unterbrechungen hoch. Da es aber nun so extrem und so lange unterdrückt worden ist, ist anzunehmen, dass ein möglicher Anstieg jede Dimension sprengt und dass dieser Median, der ungefähr bei 0,35, 0,4 liegt, oder bei 0,35 im Wesentlichen liegt oder 0,33, dass der sogar in einen Satz übersprungen werden kann. Und das sind natürlich enorme Goldaktienpreisanstiege. Das führt dann in der Spitze zur Verhundertfachung, einfach nur, wenn es jetzt zu dieser Entladung kommt. Und die Masse kriegt das nicht mit, weil Gold steigt vielleicht auf 2300, 2500, ist nicht mal im Ansatz vermutlich irgendwie beunruhigt hinsichtlich der Stabilität der Währung, sonst was, weil ja Gold diese Bewegung in der Vergangenheit schon gemacht hat und prozentual viel stärker schon in der Vergangenheit gestiegen ist. Ja, wir werden sehen. Die Chart weisen darauf hin, dass, sage ich mal, eine Goldaktieneruption
vorausschlägt, auch, sage ich mal, Leute wie dieser Greg McCoach beispielsweise, auch, sage ich mal, ein Goldaktienanalyst, sagt auch, dass sie von einer extremen Entladung stehen. Er spricht sogar aus, dass es im Oktober des Jahres den sogenannten Great Reset und was für eine Form auch immer geben kann. Also auf alle Fälle stehen starke Veränderungen bevor. Ich werde das nochmal verlinken, nochmal sein Video, was er gesagt hat. Das müssen wir nochmal zum späteren Zeitpunkt oder genau analysieren, was damit tatsächlich gemeint ist. Aber eins ist klar, die Ruhe an den Märkten ist vorbei. Das ist so runtergedrückt worden, von weit weg von jeder Realität, dass wir wahrscheinlich in Kürze von einem extremen Anstieg ausgehen können und müssen. Ja, hier nochmal Informationen zu einer Aktie. Angehender Goldproduzent Idaho, USA mit moderatem Risiko. Das Unternehmen betreibt das Goldprojekt Beatrack Arnett in Idaho, USA. Das Beatrack Arnett ist die größte in der Vergangenheit produzierende Goldmine in Idaho. Es wurden Mineralressourcen von circa 3 Millionen Unzen gemessen, Medium Grade bis Low Grade, oder sagen wir mal Medium Grade. Und es ist eine Produktion anvisiert von 100.000 Unzen Gold pro Jahr. Insgesamt haben sie 6.000 Hektar und auch damit weiteres Explorationspotenzial. Also das ist insofern interessant, das ist moderates Risiko. Es ist ein absolut unterbewerteter angehender Goldproduzent mit Explorationspotenzial in einem sicheren Rechtsgebiet. Das ist interessant. Sie sehen, die Aktie hat auch Federn gelassen. Die war eben nach der Corona-Krise, ist sie quasi hier von 0,4 auf 1,4 gestiegen. Die Gewinne hat sie mehr oder weniger abgegeben, aber der Boden ist gefunden. Und die alten Höhen sollten bald erreicht werden. Wenn dann Gold auf 2500 steigt, kann eben diese Mine, wie der Potenzialfaktor das hier angibt, auf $25 steigen. Gut, da sind wir noch im Augenblick weit entfernt, aber das in einem richtigen Goldmarkt wäre das denkbar. Ja, im 1000-Becker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu berechnen, aus, wie gesagt, der Marktkapitalisierung des Grad des Goldes und des Rechtsgebiets. Insgesamt sortieren wir diese Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Gleichzeitig ist auch noch eine Exit-Strategie dabei, also dass man ein Konzept hat, was kauft man, wenn die Goldmania gelaufen ist, also wenn Gold hoch ist und jeder im Prinzip drüber spricht. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist einfach ein Vehikel, wo man relativ leicht und unkompliziert Gold kaufen kann, sie überweisen und es ist in der Schweiz sozusagen auf ihrem Metallkonto eingelagert. Sie kam in jeder Situation an Gold und Silber, wenn andere Leute, wenn man woanders teilweise stundenlang Schlange stehen muss, um ein bisschen Edelmetall zu bekommen. Ja, wenn Sie generell physisches Metall kaufen wollen, gucken Sie erst auf gold.de, was die günstigsten Händler sind, auf keinen Fall auf irgendwelche windige Werbung auf YouTube oder wie auch immer, sondern deren Geschäftskonzept ist, sage ich mal, mit, sage ich mal, Urängsten überteuertes Silber kaufen. Und das sollte man nicht machen. Nützliche Informationen und Kontakt. Also hier gibt es Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einlagern, weitere Informationen zu Goldaktien, interessante Videos von Experten. Ja, wenn Sie generell Probleme mit der Zustellung des Reports etc. haben oder auch allgemeine Rückfragen, können Sie mich gerne unter angegebenem Telefonnummer erreichen. Ich rufe Sie dann generell spätestens nach Feierabend zurück. Ja. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.